perfekte Material ist, wenn es nicht erklärt werden muss, wenn man sich damit sofort verbunden fühlt. Die Idee war, ein Leder zu entwickeln, das automobiltauglich ist und gleichzeitig aussieht wie ein natürliches Leder. Neue Ideen, Inputs kommen vom Design, die sich ein schönes Material überlegt haben. Und wenn es später im Fahrzeug verbaut ist, dann soll es auch möglichst lange schön aussehen. Das ist im Prinzip mein Job. Also das umfasst die Themen Leder, Textilien und Kunstlederoberflächen. Olea, vegetabil, auf pflanzlicher Basis gegerbtes Leder. Dabei stammt der Gerbstoff aus den Blättern des Olivenbaumes. Das sind abgefallene Blätter, die werden einmal jährlich aufgesammelt. Und so ziehen wir daraus einen wichtigen Rohstoff für diesen Gerbprozess. Ich bin bei Porsche im Color and Trim. Das ist vom Interior Design. Bei dem Olea Leder, bei dem natürlich anmutenden Leder, da ist es genau der Fokus auf das Imperfekte, die Schönheit des Imperfekten. Das Leder ist im Grunde in seiner Oberfläche wie ein zartes Aquarell, das lebt. Ich finde, dass unsere Fahrzeuge von der reinen Skulptur her einfach wunderschön sind. Und wenn ich dann in den Innenraum hineingehe, erwarte ich das, was ich außen gesehen habe, dass sich dieses Gefühl innen auch fortsetzt. Wir kreieren Fahrzeuge, die langlebig sind. Das werden Sammlerobjekte später. Das sind keine Wegwerfprodukte oder Einwegprodukte. Der Taycan steht für mich für eine neue Generation von Luxus, die verantwortungsvoll ist, nicht verschwenderisch und die man auch vertreten kann. Es ist ein Luxusprodukt, aber ein Luxusprodukt, was positiv behaftet sein wird.